Gefährliches Pflaster. So, Freunde, weitermachen wir mit Nomi coacht Mike D. Ist eine Weile her, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Mike war zwischendurch krank. Danach war ich ein paar Wochen im Krefeld. Also bestimmt jetzt irgendwie schon wieder, weiß nicht, 1,5 Monate her oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein, ich frage einfach mal Mike, was für ein Rang er damals war. Und er hat sich seitdem sehr verbessert. Nicht meinetwegen Vielen Dank allerdings, dir. glaube ich. Mal hören, was er sagt. Ich muss noch den richtigen Raum finden. Da ist er. Channel switched. Hallo. Hallo. Kannst du mir mal kurz hier Macht geben auf auf diesem Account? Ich weiß nicht, warum der keine Macht hat. Aber ich kann immer in keine Channel rein und so. Arme Sau. Ja, ist schlimm. Was gebe ich dir denn da? Die haben sogar eine Allmacht, den Servergruppe, die Besten. sich MYI-Krüppel nennt. Das ist doch wunderbar. Ich kann dir leider keinen Server-Admin geben. Ich kann dir nur normal geben. Den Server-Admin muss dir Dominik geben. Na gut, dann Das nehme ich heißt, das erstmal bringt das. dir eigentlich so gar nichts. Wenn ich dir irgendwelche Rechte gebe, das Maximale, was ich dir geben kann, ist. Nee, Warte. aber gib mir MYA wenigstens. Ja, das Server ist. Group assigned. Weil ich glaube, ich kam neulich nicht mal in unseren Team-Channel. Das war doof. MYI gibt es auch nicht. Das ist die Server-Admin-Gruppe. Ich kann Server dir Group Friend assigned. geben und Krüppel. Ich nehme alles. Okay, Du Mike, nimmst hat. alles? Okay, Ah. warte. Server Group Krüppel, assigned. so. Das Das steht dann da dran? Nee, das finde ich doch doof. steht dann da dran, ja. Server Group revoked. Okay. Lassen wir das weg. Du hast eben am Stream gesagt, du weißt nicht mehr, wann wir das letzte Mal miteinander und so, ne? Ja, genau. Naja, es spricht ja unglaublich für die Qualität des letzten Mal. Nee, ist nur lange her. Genau, das war Ende Januar. Okay. Müsste jetzt gerade nochmal zurückgehen. Also knapp 2 Monate her. Der 27. Januar war das. Crazy. Und was warst du zu der Zeit für einen Rang? Als ich angefangen habe mit dir zu spielen, 30,5, als wir aufgehört haben, 32. Ausgezeichnet. Also ich kann jetzt ja immer sagen, also ich habe mit Wolle gespielt, der ist dann sofort Rang 1 geworden. Just saying. Achso, ja, nachdem du aufgehört hast, mit ihm zu spielen und Sirio ihn dann auf 1 gecarried hat, genau. So. Nee, aber also erstens drück mal Go-Go und zweitens erzähl mal, warum du momentan so viel höher bist. Was bist du, Rang 22? Nee, 20 bin ich jetzt. Ich Ach du bin Scheiße. dann noch mal 2 Ränge aufgestiegen gestern. Okay, ja, läuft bei dir. Also die Langzeitfolgen meines Trainings sind auf jeden Fall klar zu erkennen. Wahrscheinlich. Nee, wieso? Was passiert? Also ich meine, ich weiß, du spielst Sul, aber ich nehme Nee, hat an. damit eigentlich gar nichts zu tun. Das Lustige ist, eigentlich war das bis Mitte Februar immer noch genauso, immer so 30. Ich war sogar mal wieder auf 37. Und dann war ich wieder auf 30. Und Mitte Februar, ich glaube Mitte Februar war das, so nach dem Krankenhaus, wo ich so ein bisschen richtig salty war, da war ich dann mal für 24 Stunden gesperrt, so mit Chat-Talk und so. Da habe ich dann mal, da habe ich dann mal 1,5 Tage meinen Smurf gespielt. Ich habe ja noch einen zweiten Account. Und als ich wieder zurückkam und diese 24-Stunden-Sperre abgelaufen war und ich angefangen habe, Hero League zu spielen, habe ich nur noch gute Leute gekriegt. Seitdem, also ich kann es mir selber nicht erklären, aber seitdem kriege ich halt keine Vollpfosten mehr. Ich habe vielleicht eine Handvoll Spiele verloren und den Rest alles gewonnen. Vielleicht hast du mehr gute Laune und das reicht schon. Ja, also ich, ja, mir geht's allgemein seit so 1,5 Monaten in der ganzen Ecke besser und ich Das habe ist auch sehr schön bessere zu hören. Laune, ja. Ja. Ist ja auch nicht ganz unschuldig daran. Ich habe ja eine sehr nette Person durch deine Rank-Up-Show kennengelernt. Wie Ich weiß von nichts. bitte? Ich weiß von nichts. Ja, Du weißt, ausgezeichnet. du bist ja auch super unschuldig an allem, wie Ich immer. bin immer unschuldig, ja. Nee, aber keine Ahnung. Bin allgemein etwas ruhiger und ausgeglichener geworden und habe letzte Woche auch ein sehr lustiges Erlebnis gehabt. Da habe ich Hero League gespielt und wurde mit ein paar Leuten gematcht, mit denen ich so Ende letzten Jahres mal öfter zusammen gespielt habe.
Und die haben mir dann auch TS gelinkt direkt, weil die wussten ja, ich kann ihre Sprache. Ja. Und ja, dann haben wir zusammen gespielt. Erstmal hat keiner so wirklich, außer Hallo, so wirklich was gesagt. Und dann haben wir aber ziemlich gut zusammengespielt. Und nach zwei, drei Spielen meinte der eine so zu mir: Du, ich habe dich ja irgendwie so seit letztem Jahr voll gehatet, weil wir ja letztes Jahr, da warst du ja so richtig toxisch, als wir zusammen gespielt haben. So voll der Spaß, ne? Und ich so, what? Und dann meinte er so: Aber irgendwie jetzt war es cool und so, tut mir leid. Und ich so: Ah ja, dass man das so rum auch nochmal erleben darf, ist auch schön. Nee, keine Ahnung, ich weiß selber nicht. Es läuft Nö, ich halt nicht. glaube tatsächlich, es macht viel aus, wenn man selber nicht zum schlechten Spirit im Team beiträgt. Ja, du, ich neige immer noch dazu, dem einen oder anderen zu sagen, du bist doof, was du da gerade gemacht hast oder so, aber ich halte mich mehr zurück, glaube ich. Ausgezeichnet. Und was müssen wir jetzt noch verbessern? Ich weiß nicht, ich steige jeden Tag auf, wenn ich hier über dich spiele. Also. Wahrscheinlich steige ich jetzt wieder ab, deshalb habe ich ja nochmal zwei Ränge draufgelegt. Ja. Ja, sehr smart. Mission Aber Rang 22. Xul, muss ich sagen, macht halt unglaublich viel Spaß. Ich habe mir gerade bei Enter the Storm wurde ja einige Male gespielt und ich habe mir da halt von so ein paar Pro-Teams bei die Builds angeguckt. Und als ich das erste Mal den Cloud9-Build gesehen habe, habe ich gedacht, was haben die denn gesoffen? Aber der läuft prima. Und den spielt in Europa keiner und macht Was Spaß. macht der? Naja, die meisten gehen ja irgendwie auf Q-Build, so von wegen hier mit Sensor und Verlangsamung und weniger Heilung oder gehen komplett auf Skeleton-Build. Das ist so ein Hybrid. Warte mal. Ich gucken, ob ich ihn krieg. Was combo ich denn am besten damit? Das ist mir egal. Alles, was tötet. Weil Okay. wenn ich einen route, dann ist halt immer cool, wenn man draufhauen kann. Ich bin ein guter Töter. Ja. Nee, ich nehme halt zum Beispiel die, also weiß ich nicht, ich sehe halt in den meisten Spielen immer, dass die diese Aura nehmen mit von wegen 15% Damage oder und ich nehme halt immer die andere, weil ich gehe ja immer deep und muss überleben. Was heißt das? Das auf Level 1 meinst du das Das ist auf Survival? Level 1 das dritte Talent. Ich weiß nicht, wie das, ich habe ja leider Gottes die Texte auf Deutsch, weil auf Englisch habe ich schon ein paar Mal Talente missverstanden wegen meiner Ja. Begabung. Da heißt das Schämen, der Held weicht Angriffen aus, solange die Knochenrüstung aktiv ist. Und 10 Sekunden lang keine Auto-Attacks, wenn du gegen Rainer spielst, ist so lalalalalala. Ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Talent, ja. Erhöht zwar die Ablenkzeit um 10 Sekunden, aber da ich jetzt nicht vorhatte, alle 40 Sekunden einen Fight einzugehen, in größeren, fand ich das nicht so dramatisch. So, und dann nehme ich zum Beispiel auf der 4 das Knochengefängnis beschwört zwei Skelettkrieger. Und da erklären sie mich dann immer alle für bekloppt. Weil man ja dieses Mana-Talent nehmen kann oder die Reichweite von der Spring, von der von vom Q. Aber das Coole ist, wenn du auf der 7 dann halt nimmst, dass deine Skelettkrieger wieder Leben herstellen und du bist dann auf der Flucht und kannst den hinter dir gerade noch so mit Ruht aufhalten. Der schmeißt ja aber noch einen Stormbolt hinterher, ist aber egal, weil wenn die zwei Skelette aufpoppen, kriegst du halt von den beiden Skeletten ja wieder Leben dazu. Müssen nochmal ready drücken. Wir wurden Oh. gedodged. Wir hatten zu viele Imba-Packs. Unser Draft war tatsächlich ziemlich nice, eigentlich. Schade. Ja, auf jeden Fall, dann nehme ich die halt und dann, was gibt's denn dann noch? Genau, dann nehme ich, dass die Skelette Leben wiederherstellen. Auf der 10 nehme ich zum Beispiel auch nicht die Poison Nova, weil ich die total für den Arsch finde. Was? Macht, Die ist ja. todesbroken. Ich weiß, sagt alle, aber wenn der Healer die AOE anmacht, ist eh vorbei. Dann hast du Poison Nova gemacht und das war's. Aber nicht, wenn sofort jemand umfällt. Wenn du zum Ja, wenn du Beispiel. neben irgendeinem Squishy stehst, der dann gerade vielleicht durch Zufall umfällt, aber das ist halt Damage over Time und das ist halt langweilig. Mit dem anderen kannst du so geil zonen, weil das verlangsamt. Und wenn du das im Teamfight aufstellst und das sind vier Stück, die vier verschiedene Ziele angreifen, die alle extrem verlangsamt werden und Damage over Time zusätzlich kriegen, dann reckst du die halt einfach mit deinem Team und dann ist gut. Ja, ich glaube, Macht der zehnmal andere. mehr Spaß. Hat mich auch schon so oft gerettet. Ich glaube, der andere Ulti ist tatsächlich auch sehr gut, ja. Ja, ich glaube, dass er einfach underestimated wird, dass viele den nicht richtig einsetzen oder nicht richtig mitdenken dabei. Und dann auf 13 kannst du ja skillen noch, dass deine Skelettkrieger explodieren. Ne? Da machen sie noch zusätzlichen Schaden. Ich glaube, das wird ja, glaube ich, auch genervt. Das ist ein bisschen blöd für meine Build, weil das nehme ich nämlich auch. Weil dann hast du zusätzlich zu dem 16er-Talent, das nochmal 25% mehr Schaden macht. Du hast ja an deinem Root dann praktisch zwei Skelette daneben stehen, die Schaden machen. Und wenn sie sterben, nochmal Schaden machen und nochmal 25% mehr Schaden machen.
Und dich gleichzeitig auch noch heilen, wenn sie explodieren. Beziehungsweise wenn sie entstehen. Das ist einfach lustig. Also, Todesbroken hört sich das an. ich weiß nicht, mit dem Bild sterbe ich erstens nicht ganz so schnell. Und wenn wir sowieso auf einer Wave, hier King of the Spider, hier Spider Queen Scheiße da. Wenn du da auf einer Wave kämpfst und die Sense anmachst oder drumherum sowieso die ganze Zeit Minions sterben, dann stirbst du ja auch nicht. Weil die ganze Zeit, wenn Minions umfallen und Skelette aufstehen, kriegst du Leben. Das ist so lustig. Da steht man dann schon mal 1 gegen 4 da und hofft, dass irgendwann in den nächsten 4 Sekunden einer vom Team kommt. Ich hätte mir den Helden früher kaufen sollen, glaube ich. Ja. Also weiß ich nicht, das ist halt mein Mörder-Specialist, der macht richtig Spaß. Aber ansonsten habe ich in der Teamliga auch nicht nur Xul gespielt jetzt die ganze Zeit. Ich spiele auch viel Diablo wieder und wenn andere Sachen gebraucht werden, auch andere Sachen. Wieso Also Diablo? ich passe, weil Diablo sowieso schon immer mein Lieblingstank war. Und weil das da, weil er, weil man mit dem halt auch schön auf Schaden gehen kann. Weiß Ja, nicht. nee, ist gut. Ein guter Ist Held. halt ein schöner Engage. Und wenn du, je nachdem, was für eine Map du spielst, finde ich, du kannst halt mit Apokalypse echt viel reißen. Und ja. Ja. Ich baue den halt, wenn wir zum Beispiel gegen so Ming, Xul, was weiß ich was Team spielen, die halt so Damage raushauen ohne Ende, aber squishy sind, dann gehe ich meistens oder gucke ich halt, dass wir im Team auf Double Tank gehen und dann mache ich halt den Tank mit Damage. Dann skill ich halt hier Feuerring, hier die Flammen machen Schadensaura, plus die kehrt zurück, plus die erhöhen Angriff und Geschwindigkeit und hat alles, was Damage macht, bis zum Ja, Sterben. nee, so würde ich Diablo auch immer scalen, auf jeden Fall. Das macht so einen Spaß. Wenn du dann halt noch irgendwie so mal später in der eigenen Base kämpfen musst und kommst dann nach ein paar Sekunden direkt wieder. Hast Schon du dir den lustig. neuen Held schon angeguckt? Die war hart. Der Krüppelsärg, wo der Arm fehlt. Der Hacker. Primal Ja, das ist. Zerg, Junge. Ja, ich. Keine Ahnung, die Harker oder irgendwie so heißt der, ne? Ja. Ich habe nur Spekulationen bis jetzt gesehen davon. Eben hat ja irgendeiner was gepostet. Das soll der ja angeblich gewesen sein. Auch mit seinen Abilities, aber die Sprache weiß ich leider nicht. Ich habe das gerade im Chat verlinkt, also kann ich dir auch nochmal geben. Aha, jetzt muss ich wahrscheinlich weiter zurückscrollen. Nee, nee, ich gebe es dir im Test. Ach nee, du hast kein Delay drin, ne? Auch das nicht. Ach, ist das schön. Ja, okay, das kann ich mir jetzt schlecht durchlesen, wenn wir hier so. Auf jeden Fall war es ein Zerg. Damit eigentlich schon grundsätzlich unsympathisch. Ist ein Melee-Warrior. Also sehr sympathisch. Also wir haben irgendwie Gaslow First Pick, aber Ach du heilige Scheiße, habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. ist ja gut. Ich denke, wir sind ja gut aufgestellt. Ja, aber wenn jetzt keiner Tank und Heal hinter uns hinten dran nimmt. Das macht nichts. Wir haben Xul und Jayna. Wir töten alle. Der hat was geschrieben, ja, der hat was geschrieben, da kann ich rechte Maus das Profil ansehen. 454 Spiele! 50 Spiele mit Gaslow, ich will gar nicht wissen, was der macht. Entschuldigung. Kein Hate. Nee, kein Held. Rang 6 ist der. Hey! Und der Gestern andere habe ich ist auch. Rang 5. Ich bin in der Hero League die ganze Zeit solo unterwegs. Gestern habe ich plötzlich mit Rang 4 Leuten zusammengespielt. Ich verstehe es überhaupt nicht. Naja, wenn man so Winstreak hat, glaube ich, irgendwann setzt dann das MMR auch halt, also das Matchmaking-System, relativ hart nach oben und gibt einem halt immer höhere Challenges sozusagen. Das habe ich schon gemerkt. Also, das eine Spiel, was wir verloren haben, da waren wir durchschnittlich alle so 20 bis 25 und die Gegner waren alle 10 bis 13. Ja, Ich dachte mir genauso. so, hä? Artanis Und dann. ist. Sorry, ich wollte kurz aus dem Chat beantworten. Also, Artanis ist momentan einfach nicht so gut, aber man kann ihn schon spielen. Guck, Healer Tank. Ja, easy life. Töten sie alle. Ah, Greymane, Alter, wie der explodiert, wenn der gerudet ist, das ist schön. Nehmen die jetzt als Healer, jetzt kommt schon Träger.
Nee, Ah, nee, komm. ist schon schwierig momentan, Arthanas. Also es gibt, also momentan sind ungefähr alle anderen Tanks besser. Arthas würde ich nur als Second Tank spielen, aber dann kann man ihn durchaus spielen. Also ist halt eher Melee Assassin, kein richtiger Tank. Ich dachte, die nehmen Rega, die Kara sind. Was haben die denn gesoffen? Was hast du denn gegen Karasi? Ja, nix, aber wenn der Diablo tot ist, was will er dann da machen? Also der kann halt mit Diablo schön engagen und heal, hat auch einen netten Heal, aber mit Jaina und Xul, das teilt er nie im Leben hoch. Ja, das denke ich auch. Ja, vor allen Dingen hat er ja. Das verstehe ich nicht. Also, wenn der mit Rega, weißt du, der mehr als ein Ziel heilen kann und dann auch mit seiner Ulti, das hätte ich halt wesentlich stärker gefunden. Obwohl, wenn der Palm auf Greymane macht oder so, oder, naja, gut, egal. Mal gucken. Mal gucken, ob er überhaupt Palm nimmt. Wir töten einfach alle. Was haben die denn für Ringe, Alter? Das heißt, 1, bringt doch 6, nichts. 7, 5. Der Diablo 24. Ist schlechter wie ich. Aber ich habe auch festgestellt, ich gucke ja ziemlich viele deutsche Streams und habe festgestellt, dass es etliche Leute gibt, die auch so über 2000 Spiele haben oder über 1500 Spiele, auf jeden Fall viele Spiele und alle so bei Rang 30 plus festhängen, dass die alle ein beschissenes Mindset haben, die Leute. Oh, ich hätte vielleicht doch noch mal gucken sollen, was ich Du musst mal hier für einen kurz Mount habe. antworten, dem Typen. Der fragt, ob du Solo willst. Was? Willst du Solo, fragt der Gaslo. Ja, von mir aus. Du musst das nicht mir sagen. Habe ich gar nicht gelesen jetzt. Ach, der Gaslo geht oben solo. Na, dann gucken wir mal, ob der das packt, wenn ich glaube, ich hochziehe. Ich habe bis jetzt noch keinen guten Gaslo-Spieler in der Hero League getroffen. Es ist echt erbärmlich. Hä, du hast doch schon mit mir gespielt. Ich spiele so keinen guten Gaslo. Hä, natürlich, ich bin bester Gaslo. Das sagt nur Rock auch immer. Über mich? Nee, über sich. Er Guck da, wie sagt. der Greymane stirbt. Er sagt aber Gasloi. Das zählt nicht, das ist ein eigener Held. Ach so. Sorry, meine Wahrscheinlich. Jungtrainer war jetzt hier gerade nicht so gut angepasst. Der Zagara da oben, da hat er ja richtig Spaß. So, tschüss, Diablo. I love it. Das ist das Beste, wenn man gleich zusammenspielt. Was Jeder denn? Kill wird so richtig gefeiert. Na komm, der war ja rotze dämlich, also ehrlich, das hätte ja ich sein können. Geh doch nicht so deep gegen Zul Muradin, so. Brut Ja, uns dann, haha. ich würde dir völlig recht geben. Ach, guck, da ist er schon wieder. Und tschüss. Ich glaube, der Malf konnte mich nicht heilen, weil ich hinter dem Diablo stand. War unsichtbar für ihn. Ah, ich habe den Greyman geslowt, aber ich glaube, ich kriege ihn nicht. Ja, genau, jetzt geht mir Karasim auf die Eier. Hey, Jaina, ihr könnt mich mal. Permaban alle. Ah, ich glaube, wir müssen deffen, wa? Ja, komm hier, Ming töten. Was denn? Ja, Funktioniert doch. ganz geil. Du bist ja nicht so der Mensch, der so Soaps und so böse Sachen im Fernsehen guckt, wie Dschungelcamp und so, ne? Ja. Aber du kennst doch trotzdem bestimmt Helena Fürst, oder? Nee.
Die hat mal auf RTL so Sendungen gemacht, so von wegen Helena Fürst kämpft für dich und bla und so. Dann war sie am Dschungelcamp und ist da ja als Mega-Zicke sozusagen berühmt geworden. Die hat jetzt original einen meiner Lieblingssongs aufgenommen, von früher. Gott. Ich will, von wie hießen die denn nochmal? Die Mädels. Bist du sicher, dass du das öffentlich erzählen willst, Mike? Oh, es ist geil, ein Arschloch zu sein. Heißt der Titel? Ah, shit, ich hab hier gerade gefunden. Spice Girls waren's, glaube ich. Was? Das könnte auch noch so ein Lied von mir gewesen sein. Ja, ja. Ah, ich hab versucht, Anu zu retten, hätte ich mal nicht machen sollen. Wie am Anu? Oh Gott, ich bin so scheiße. Okay, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. Ich carry das, macht schon. Alles gut hier. Geh's dahin, herzlichen Dank. Ah, nein. Nein. Wollte zwar den haben, aber der muss mir nicht auf mich drauf springen. Noch gar nicht gestorben, irgendwas stimmt hier nicht. Nee, nee, das macht die Jaina für dich. Die hat das übelst drauf. Ich glaub das sogar. Guck mal, da der Diablo will schon wieder sterben. Mit Ansage. Ah! Okay, 4 Tode, es reicht. Müsste ich halt hart, dass wir doch noch verlieren hier. Du hast gesagt, du carries das easy Katja. Da wollte ich jetzt mal ein bisschen Challenge machen. Ja, ich mach mal erstmal den Creep hier weg. Mein Main-Problem ist, dass ich eigentlich mal zurück musste wegen Mana. Ja, mach mal. Timing-mäßig ganz gut. Gaslo ist nicht der schlechteste, aber wir hätten unten das Vor nicht verlieren dürfen. Gehen die uns da permanent auf den Sack. Wann haben wir das überhaupt verloren? Ja, weil ihr euch alle so bemüht habt zu sterben. Also? Put, wo ist er denn? Ja, machen wir doch Karasim, dann haben sie keine Heilung. Ah, wäre zu schön gewesen. Nein! Ich habe kein Schild mehr. Ich sterbe. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Ups. Ich hätte dem Karasim einfach nicht hinterherlaufen dürfen. Blöd ist, jetzt stippen wieder alle, weil sich alle immer so schön verteilen. Der Gassler hat sich auch noch schön angeboten. Ja, wir haben ihnen auf jeden Fall jetzt nochmal eine Chance gegeben. Ja, dass sie vorhin so 10 werden, damit es richtig zur Sache geht. Ja. Aber der Diablo ist tatsächlich leicht verrückt. Ah, nur leicht. Ja. Ah, hier, da, Kara, Kara, ich komme, ich reite hinterher, ich slowe, ja, da ist er, und tschüss. Läuft bei uns. So, ich mache Ring auf Vorzeit. Diese blöde Hydra, ne? Weil bestimmt der Gaslos übelst drauf hat. Autsch, ich muss raus. Ja, wir töten einfach die Ming. Die sind geslowt. Nein! Nein! Mann, wäre ich mal weggeblieben, ich Idiot.
Ich denke immer, du bist der Muradin und nicht die Jaina. Ich bin die Jaina. Ich habe Ja, auch am ich meisten weiß. Damage und die meisten Tode und die meisten Assists. Den zweitmeisten Ich könnte sagen, ich habe hauptsächlich die meisten Tode. Das ist jedenfalls Nein, ich meist habe nur gesehen, meine Art, wie ich dass der spiele. Muradin neben mir war und deshalb hatte ich das mit der Ming angesagt, weil ich dachte so, du bist Muradin und Ah. haust einen Stormbolt drauf und dann ist sie eh tot. Na, der trifft aber die Stormbolt sogar. Ja, aber Also. der war nicht, der ist aber nicht rübergesprungen. Ah, okay. Das. Der hat sich halt gedacht so, dann nur ein Xul. Notrast. No trust, so ungefähr, ja. Aber irgendeiner in die Reichweite hier, dass wir ein bisschen Spaß haben können. Ja, es ist vollkommen gelogen, was Tank Jaina sagt. Ich zeige euch, was Tank Jaina drauf hat. So, jetzt da oben der Diablo stirbt schon wieder. Komm schon, komm schon. Alter, was zur Hölle? Wie hat sie das denn gemacht? Da hat er geportet, da hat er geportet. Oh. Alter Schwede, das hat doch keinen Spaß wegen einem Ming, ey. Skelette töten, ich brauch Leben. Skelette, Minions rein. Okay, Oh, ja. Vorsicht Ming von unten. Ich bin's nicht. Ach, du bist das ja nicht. Ja, ist ja schon gut. Ach, ich lerne das nicht. Krieg noch aufs Maul. Nee, der Lück. Ach, das ist ja nett. Anstatt mich zu töten, tritt er um. Komm jetzt mal zu dir, damit ich weiß, wer du bist. Ja, ich brauche auch sowieso ein bisschen Hilfe, glaube ich. Ist aber auch keiner hier den Creep cleared. Nein, das treffe ich nicht mal. Oh Gott. Ah, Gaslo trifft sehr schön. Ach, da ist er wieder, der sterbende Diablo. Oh ja, Kamehame, ist ja nicht dein Ernst. Du stirbst? Du stirbst, habe ich gesagt. Das war eigentlich ganz gut. Die Was Leute denn? haten mich so hart. Was machen die? Die Tank-Trainer haten sie. Die Tank Jaina, ich weiß, du spielst du Tank Jaina. Ja, sicher. Ja, ist eigentlich nur Auslegungssachen. Ach so. Dieser Blink von dieser blöden Ming, Alter, ne? Es gibt halt nichts, was mich mehr in diesem Spiel nervt. Ich mache hier kurz den Punisher fertig, Immortal. Und muss dann kurz zum Braunen. Hinter dir fliegt irgend so ein komischer Zerg. Kam ich nicht mal mehr drauf, dass der Mutaliska ist, Junge. Das war ein schönes Timing. Ring auf Frost. Jawohl, stirb Zagara, du blöde Kuh. Oh. Nein. Unser Team ist irgendwie komplett zusammengebrochen, während wir da eigentlich unten das ganz gut gemacht haben. Habe ich auch gerade gemerkt. Dann werfe ich mal oben kurz. Hä, Kalle Wolle hatte immer das Problem, dass er zu wenig so spielte. Aber er ist viel besser geworden. Ja, Wolle coacht doch jetzt selber. Ja, habe ich gesehen. Macht er das jetzt Sein Dreck. täglich oder einmal die Woche oder so?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber ich fand es sehr lustig. Ja, er hatte auch einen guten Eindruck. Aber ich habe selber gestreamt, ich habe es nur so ein ganz kleines bisschen gesehen. Wir sollten uns das abgewöhnen, Damage am Immortal zu machen. Es bringt nichts, einfach direkt verteidigen oder sie alle töten. Unser Heiler ist AFK leider. Aber wir sind 4 gegen 4. Ah, 5 gegen 4, der Heiler kommt. Wir sollten, glaube ich, drauf gehen einfach. Ein Ziel hier, nehmen wir Diablo, der mag mich eh. Unser Team kommt leider nicht. Ja, ich hab's gemerkt. Leider stand ich da auch ungünstig, als die Apokalypse kam. Ja, wir hätten beide wahrscheinlich ein bisschen warten sollen, bis der erste Mal alle kommen. Ja, aber es ist Hardcore-Scheiße, was der Malfurion heilt. Aber immerhin hat er mehr Damage für die gegnerische Karazim, den verstehe ich überhaupt nicht. Räche dich. Hast du gesehen, da kamen die 25% und die explodierenden Ja, die Skelette. Skelette richtig assi. Du kommst nicht weg hier unten. Und du heilst dich auch nicht an mir hoch. Stirb! Was gibt's da nicht? Jetzt kriegt mich diese blöde Ming noch. Ach Freunde, wenn ihr einfach mal auf die Map gucken würdet, anstatt dieses dämliche Camp zu machen und einfach nach unten gemoved wird, wären die doch alle tot. Die haben da, glaube ich, Diablo getötet. Aber Diablo ist halt wieder aufgestanden direkt, leider. Nee, die haben das Camp gemacht. Beides. Also, sie waren da verwickelt. Scheiße, der Karazim war fast tot. Dann merkst du schon, dass die nicht mehr so Rang 20 sind, sondern dass sie schon ein bisschen besser sind. Normalerweise wäre der stehen geblieben, hätte gefightet. Auf meinem Rang. Da wäre er definitiv tot gewesen. Naja. Oh, da oben, die müssen wir Oh. halt. Die sind so squishy da oben. Jawohl! Jawohl, den kriegt den Greymane. Zeit. Also weglaufen kann der mal gut. Hilf doch da oben diese zwei Viecher noch weg. Nee, nee, wir müssen ja schnell Damage machen, solange wir den Vorteil haben. Ja, aber es ist halt blöd, wenn wir gegen die dann Keep verlieren. Alter. Wichtiger ist, wir machen jetzt Immortal Damage, bevor die Level 20 sind. Ach, der Malfurion, das ist ein Bot. Ach, herrlich. Ich habe mich schon gewundert, warum der nicht kam. Bisming. Ping mal den Malf, dass der dir folgt. Gleich, ich kann gerade nicht. Ach, ich wollte eigentlich den Diablo wieder töten. Der macht jetzt gerade den Immortal mit Tranquility kaputt. Oh, er hat den Eisblock gezündet, Genie. Ja, wo kommen die denn immer alle her, wenn du einmal um die Ecke gehst, sind alle da. Ja. Was hat der Gaslow denn geskillt? Kein Wunder, dass er ständig out of Mana ist.
Ja, farmt den Lot. Ich finde es immer so geil, wenn die Leute vom Ming weglaufen und laufen genau geradeaus im Strahl weiter, anstatt einfach nach rechts oder links zu gehen. Also ich glaube, wir müssen eigentlich ihn Mod defenden. Ah, nee, können wir aber nicht mehr. Damit kommt eh oben rum. Er nimmt ja immer die weniger gepushte Lane. Ja, aber Na! mit zwei Leuten Jawohl, tot, warum? Ich wollte keinem oben ein Level bisschen, 20 und einem nee, Buggy. nicht rausreiten. Ich wollte oben so ein bisschen vordeffen, die kommen da gerade alle. Ja, sag ich ja. Entschuldigung. Naja, ich glaube, wir können es halt nicht überleben, so, weißt Ja, wenn der Moradin halt nicht reingeht, ich reite nicht 38 Mal nach vorne. Na gut, Mike, das geht auf mich. Und auf den Bot. Ja. Und auf den Wolf. Und auf die gegnerische gute Kombo und auf den Gaslow. Kam einiges zusammen. Also ist tatsächlich relativ schwierig, mit der Jayne in eine gute Position zu kommen, wenn der, naja, wenn aus dem eigenen Team nicht viel passiert. Ja, und wenn der Moradin immer hinten ist, anstatt vorne. Ja.